Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 14. August 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, heute wieder Bild in Bild. Ich glaube, den meisten von euch gefällt das besser, wenn ihr mich auch sehen könnt. Kann aber sein, dass ich das ein bisschen variiere. Und heute Morgen ist es an der Zeit, dass wir mal auf den Vollmond schauen gleich. Aber erstmal ein paar Worte zu der Konstellation jetzt heute, denn der Vollmond ist ja erst morgen. Und zwar haben wir heute Morgen hier die Konjunktion von Venus und Sonne. Habe ich gestern Abend noch im Abendtalk drüber gesprochen, über diese Konstellation. Und zwar ist heute Morgen die Venus an der Sonne vorbeigezogen. Sie stehen jetzt hier eng zusammen. Die Liebeskonstellation schlechthin im Löwen. Aber nicht jeder von uns hat ja das Glück oder das Karma oder die Möglichkeiten, die Liebe direkt zu leben. Trotzdem gilt es eben auch, der Venus Ausdruck zu verleihen heute, indem wir eben auch auf unsere Werte schauen, indem wir vielleicht auch sehen, was bedeutet eigentlich Liebe für mich in meinem Leben? Und kann ich vielleicht meine Kreativität schöpferisch ausleben? Gibt es eine Möglichkeit, kreativ zu sein? Das wird im Grunde hier auch vom Mond unterstützt, der sich im Wassermann befindet und der im Grunde da sehr freiheitsliebend ist, individuell und sich nicht enorm halten will für den, die Pflichten nicht so wichtig sind, sondern der im Grunde das machen möchte, was er wirklich machen möchte. So ein bisschen Mond im Wassermann ist für mich immer so ein bisschen die Till-Eulenspiegel-Konstellation. Und da der Mond sich im Wassermann schon im Oppositionszeichen zur Sonne befindet, liegt es nahe, dass der Vollmond nicht mehr weit entfernt ist. Und die Spannung steigt jetzt bis morgen Mittag immer mehr an, bis der Mond eben die Oppositionsstelle zur Sonne erreicht hat. Hier haben wir die Vollmondfigur von morgen, Donnerstag, dem 15.08. um 14.29 Uhr, 14.30 Uhr mit vier Planeten im Löwen, Merkur, Venus, Sonne und Mars, wobei Mars hier im 29. Grad des Löwen steht und Mars wird am frühen Sonntagmorgen in die Jungfrau wechseln, darüber wird noch zu sprechen sein. Hier Sonne, Venus im Löwen stehen dem Mond natürlich beim Vollmond genau gegenüber. Damit geht es hier bei diesem Vollmond geht es eben um einen Beitrag. Ein Beitrag, der entweder durch mich geleistet werden kann, wenn ich beispielsweise Leadsänger in einer Band bin, dann geht der Beitrag ohne mich nicht. Aber man kann natürlich sagen, okay, ich bin der Leadsänger der Band, ich forme sozusagen den Auftritt. Man kann aber auch sagen, irgendwie, es geht vor allem um den Song, der dargeboten werden soll. Und geht es mehr darum, dass dieser Song entsteht. Das wäre Mond-Wassermann, dass es mehr um das Gemeinsame, die gemeinsame Aktion geht, denn der Mond im Wassermann sucht Gleichgesinnte. Sonne, Venus sind ja sehr verbindlich, wollen eben ihre Werte, ihre Liebe, ihre Verbindlichkeit zum Ausdruck bringen, während der Mond im Wassermann doch eher frei sein möchte und nicht gebunden. Ein Vollmond, der aber nicht so spannungsreich ist wie sonst, sondern hier durchaus Möglichkeiten bietet, herauszufinden, wie wichtig ist mir eigentlich Bindung oder Freiheit. Und in der Psychologie gibt es ja immer diesen Gegensatz zwischen Autonomie, Freiheit auf der einen Seite und Beziehung, Bindung auf der anderen Seite. Und jeder Mensch hat diese beiden Pole in sich. Sie sind nur bei jedem Menschen eben unterschiedlich stark verteilt. Der eine Mensch braucht eben 80% Autonomie und nur 20% Bindung und der andere Mensch braucht eben 80% Bindung und nur 20% Autonomie. Nur wenn es in Richtung 100 Grad geht, 100% geht, wenn es sehr extrem ist, sollten wir hier aufpassen. Und hier können wir bei diesem Vollmond einmal sehen, wie ist das denn eigentlich bei mir so angelegt. Mit in den Vollmond ein geht auch hier der Merkur. Merkur hier Anfang Löwe, jetzt im 5. Grad, macht das Trigon zum Chiron und das Quadrat zum Uranus. Das heißt, in diesen Tagen
heute und morgen kann es eben, muss man eben aufpassen, dass wir mit der Technik keinen Unsinn machen. Uranus steht auch für Technik. Und dass wir irgendwie in der Kommunikation aufpassen, dass uns nicht irgendwas einfach rausrutscht, dass wir sozusagen erst denken und dann handeln oder erst denken und dann sprechen. Aber hier gibt es eben auch die Möglichkeit, vielleicht durch das Trigon zum Uranus versöhnend und heilend zu wirken, indem wir vielleicht Dinge ansprechen oder eben auch unsere Hand zur Versöhnung reichen, da wo es vielleicht zu Streit oder Disharmonien gekommen ist. Der Mond wird übrigens morgen den gesamten Donnerstag, ich springe jetzt nochmal zurück auf heute, der Mond wird also den gesamten Mittwoch und auch den gesamten Donnerstag noch durch den Wassermann laufen, noch die Möglichkeit für uns, unsere kleine Revolution anzuzetteln und wird am frühen Freitagmorgen um 5:51 Uhr weiterziehen in die Fische. Er ist dann natürlich abnehmend und sehr viel emotionaler. Heute außer der Konjunktion vom Venus am Morgen stehen Sonne und Venus auch in Quinkungs, also 150 Grad Aspekt zum Pluto. Hier kann es eine starke Wechselwirkung geben, gerade wenn wir sozusagen rettungslos verliebt sind oder uns von unseren Trieben und Wünschen und Begierden treiben lassen, kann es hier auch zu Ängsten und Schattenbereichen kommen, die dann mitlaufen. Hier mal drauf achten, heute nicht der entscheidendste Aspekt. Und am Abend gegen 22:30 Uhr steht der Mond dann im Sextil zu Jupiter, was also eine schöne Konstellation ist, um vielleicht irgendwie was Nettes zu unternehmen. Soweit dazu. Morgen früh beim Tageshoroskop nochmal dann der Blick auf den Vollmond. Jeden Tag sieht es auch für mich ein bisschen anders aus. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.